Lieber Tobi, Kraft meines Amtes als Präsident des Hauptausschusses Duisburger Karneval ist es mir nun eine besondere Freude, denn hiermit ernenne ich dich zu Prinz! Duisburg hat wieder einen Karnevalsprinzen. Samt Crew und Kinderprinzenpaar ist Tobias der Erste nun offiziell gekürt worden. Nach fast 2 Jahren im Corona-Wartestand. Und das vor ungewöhnlicher Kulisse. 2 Stunden vorher in der Schauinsland-Reisen-Arena. Letzte Handgriffe für die erste Prinzenkürung, die nicht in der Mercator-Halle stattfinden kann. Corona macht's möglich. Während sich das Publikum langsam einstimmt, wartet man sehnsüchtig auf die Ankunft des Prinzen. Und der Prinz? Ja, wo ist er denn? Der wird nach Tradition vor der Öffentlichkeit versteckt. Ich bin super nervös und freue mich natürlich riesig, jetzt in gut 2,5 Stunden endlich in die Arena einziehen zu dürfen. Praktisch erst mit dem Einzug, gemeinsam mit der Prinzengarde, zeigt sich die Crew, die Prinzencrew gemeinsam mit dem Prinzen das erste Mal den Gästen bzw. auch dem närrischen Volk. Und demnach sind wir im Moment noch hier und werden dann später mit der Prinzengarde einmarschieren. Diesmal in den Katakomben des MSV. Wenigstens eine Tradition bleibt. Der Prinzenappell bei der Ehrengarde, die ab sofort nicht mehr von der Seite des Prinzen weichen wird. Für Tobias wird es bald schon aber noch emotionaler. Ja, es liegt natürlich erstmal daran, dass man ganz viele liebe Menschen gleich sehen wird, die auf der Tribüne sitzen, auf einen warten, einen anfeuern und sich einfach unglaublich für einen mitfreuen. Und natürlich, es gibt eigentlich keinen schöneren Ort als Duisburger Fußballfan, als Fan der Zebras, als hier heute gekürt zu werden. Das Prinzenherz, es lacht aus allen Poren. Für den Hauptausschuss Duisburger Karneval kam es nicht in Frage, sich von Corona die Laune vermiesen zu lassen. Mit Lasershow, Traditionsprogramm und Musik kommt die Stimmung auch bis zum letzten Rang auf. Und allerspätestens beim letzten Top-Act, die Kölner Band Brinks. Die Duisburger Tollitäten können aber noch nicht entspannen. Nach der Kürung geht's in die närrische Menge. Mega! Unglaublich! Ich bin immer noch geflasht, was hier los ist und so viele Menschen, so eine gute Stimmung. Das ist der Duisburger Karneval. Auch wenn die Landesregierung wenige Tage vorher noch die Corona-Regeln ändert. Der HDK ist dabei geblieben. 750 Zuschauer unter 2G-Plus-Bedingungen. Präsident Michael Jansen steht voll hinter der Entscheidung. Hat hervorragend funktioniert, haben wir selber nicht mit gerechnet, dass auch die Stimmung auf den Rängen, obwohl die Temperaturen ja mittlerweile doch deutlich runtergehen, dass die Stimmung einfach großartig ist, macht einfach riesen Spaß. Wir gucken uns jetzt am Montag mal die ganzen Sachen an, was ist überhaupt möglich, müssen dann natürlich auch mit Vertretern der Stadt und auch mit dem MSV reden, wo können wir da hin und dann fangen wir an zu planen und ich hoffe mal, dass wir so Ende nächster Woche schon mehr sagen können. Gemeint ist der geplante Rosenmontag in der MSV-Arena. Nach diesem Auftritt des gesamten Duisburger Karnevals kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und der Rosenmontag kommen. Ein dreifaches Duisburg! Prinzenkürung! Prinz Tobias der Erste!